Liebe Zuschauer und Zuhörer, wir wollen heute über ein interessantes Thema nachdenken, über Habgier. Und ich darf das heute tun mit Agnessa Kutschbach, Sarah Rathe, Jonathan Laguno und Johannes Kova. Ich bin Luise Schneeweiß und ich freue mich auf das, was wir in diesem Gespräch aus der Bibel erfahren werden. Wir wollen mit einem Gebet beginnen. Lieber Vater im Himmel, du hast uns in deinem Wort viele praktische Dinge übermittelt. Habgier, das ist auch ein Problem unserer Zeit und ein Problem in unserem Herzen. Gib, dass wir heute aus der Bibel etwas herausarbeiten, von dem wir alle profitieren können, das uns zum Nachdenken bringt und das uns verändert. Hab Dank für dein Wort. Amen. Amen. Ja, das Wort Habgier ist ja eigentlich in unserem modernen Sprachgebrauch gar nicht mehr drin. Aber ich glaube, das Phänomen gibt es schon noch. Habt ihr dann moderne Begriffe dafür oder Umschreibungen, was man unter Habgier eigentlich versteht? Ja, eigentlich ist dieses Wort ja aus zwei Wörtern zusammengesetzt. Haben und Gier. Gier, das heißt, ich kriege nicht genug. Und haben, das ist nicht nur das Geld, sondern alles, was ich besitze. Habgier. Ich raffe das an mich und gebe davon nichts mehr ab. Das wäre Habgier. Es ist irgendwie ein zwanghafter Drang, mehr haben zu wollen. Und zwar lässt man dabei dann oft auch den Anstand außer Acht und denkt auch nicht mehr an andere, nimmt nicht mehr Rücksicht. So ein Tunnelblick irgendwie, ja. Gerade geht das dann meistens auch mit dieser Gier nach dem Haben in Bereiche, Dinge, Gegenstände, was auch immer, Wertgegenstände, die mir gar nicht gehören. Also es ist die eine Sache, wenn ich quasi ein bisschen das Verlangen habe, zu horten oder mir Geld anzusammeln, ist die eine Sache. Aber wenn ich dann quasi außerhalb meines Bereiches gehe und dann von euch nehme, um meine Habgier zu befriedigen, ich glaube, das gehört auch nochmal ein bisschen in diesen Bereich von Gier hinein. Mehr nehmen als geben. Ja? Ich glaube, Habgier ist sehr, sehr vielschichtig. Und es beginnt schon beim kleinen Kind, wenn es nichts teilen will. Und wir als Eltern da dazu hinarbeiten, dass das Kind doch Sachen teilt und nicht alles nur für sich behalten will. Es setzt sich fort in einer Sammelwut und Sammelsucht, indem ich denke, ich brauche alles, ich muss alles horten, vielleicht werde ich das irgendwann mal noch gebrauchen, bis dazu, dass ich dann auch andere ausbeute und ausnutze und mir absolut egal ist, wie es dem anderen geht. Hauptsache, ich habe für den Moment meine Gier befriedigt. Und es ist eine, ich würde sagen, schon fast eine Sucht, die ich aber nie befriedigt bekomme. Ein Habgieriger hat nie genug. Ja, und doch etwas, was so ein bisschen fast gesellschaftsfähig heute ist. Ja, ich denke an so Werbesprüche wie Geiz ist geil oder vielleicht auch dieses Portal will haben. Das lädt fast dazu ein. Ja, also wir merken es ganz aktuell, auch in der Erziehung. Es gibt eins der 10 Gebote, das sich sogar mit diesem Thema beschäftigt. Da können wir mal kurz hingehen. 2. Mose Kapitel 20, Vers 17. 2. Mose 20, Vers 17. Wer dort angekommen ist, kann es vielleicht noch mal vorlesen. Nur den Vers 17? Ja. Okay. Du sollst nicht das Haus deines Nächsten begehren. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, weder sein Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Euch sind ja sicher auch die anderen Gebote präsent. Würdet ihr sagen, dass dieses Gebot irgendeine Art von Besonderheit hat? Oder irgendwo heraussticht unter den 10 Geboten? In der Antike, in der damaligen Zeit, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen und Ehe brechen. Das gab es überall als Gebot, auch bei Nichtjuden und Nichtchristen. Aber dieses letzte Gebot, dass hier eine Sünde schon im Kopf, im Denken beginnt, das ist absolut revolutionär für die damalige Zeit gewesen. So etwas gab es nicht. Nichts Vergleichbares jedenfalls. Es ist auch eins der Gebote, die du so richtig heimlich brechen kannst. Wenn du gegen das 5. Gebot verstoßt, ja, das ist offensichtlich. Gegen das 6., gegen das 7., gegen das 8., gegen das 9., es ist alles offensichtlich für die anderen. Aber ich kann in meinem Herzen habgierig sein oder ich begehren, was der Nächste hat, ohne dass es für den anderen offensichtlich ist und kann nach außen hin so fromm erscheinen.
daher ist es auch nicht messbar. Bei einem Mord, da weiß ich, da ist jemand tot oder er lebt noch. Aber beim Stehlen ist es auch so, ich habe was, was nicht mir gehört, in der Tasche. Aber bei du sollst nicht begehren oder wie es früher geheißen hat, lass dich nicht gelüsten, das ist nicht messbar. Das ist sozusagen eine geheime, interne Sache mit mir selbst oder mit mir und meinem Gott. Und das ist schon spannend, dass die Bibel sich damit beschäftigt und das in den gleichen Kontext drückt. Ja? Das sehen wir auch bei den Texten, die wir jetzt noch lesen werden. Ich möchte mit euch lesen Epheser 5, Vers 5 und Kolosser 3, Vers 5. Vielleicht können einige Epheser 5, Vers 5 aufschlagen und einige Kolosser. Kolosser 3, Vers 5. Und wer es hat, darf gerne vorlesen. Dann lese ich Epheser 5, Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Noch Kolosser 3, Vers 5. Ich kann den lesen. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. In welchem Zusammenhang wird die Habsucht hier gestellt? Die Habgier? Ich finde das spannend, weil dieser Nachsatz in meiner Übersetzung in der Elberfelder und Habsucht, die Götzendienst ist, dass da etwas dazukommt, wo man vielleicht sagen würde, ja, was hat denn jetzt Habsucht unbedingt mit was Religiösem zu tun oder überhaupt jemanden anbeten, in diesem Fall halt jemanden, der nicht Gott ist. Wenn man die Bibel liest, mag das vielleicht gar nicht so überraschen, aber ich glaube, wenn man da ganz neu rankommt, vielleicht von heute, erschließt sich das vielleicht nicht unbedingt. Es überrascht erstmal, ne? Die anderen Sünden sind, würden wir sagen, sehr schwere Sünden. Und da scheint diese Habsucht relativ harmlos im Vergleich zu sein. Aber nachdem sie in diesen Aufzählungen mit auftaucht, ist sie offensichtlich in den Augen Gottes anders zu bewerten, nämlich auch als eine schlimme Sünde. Ich glaube, der Ursprung der Habsucht ist letzten Endes auch meine Einstellung dem anderen gegenüber. Und da beginnt halt auch das Problem, weil ich mich mit dem anderen ständig vergleichen und messen muss, begehre ich automatisch seine Sachen und versuche, mich dadurch besser zu stellen. Ich habe mehr als er oder ich habe das erreichen können, sei es intellektuell, sei es auch materiell oder was auch immer, dass ich besser als der andere bin. Und das hat sehr viel mit meinem Selbstbild und dem Bild, wie Gott die anderen Menschen sieht, sehr viel zu tun oder wie ich auch die anderen Menschen dann sehe. Mich interessiert natürlich immer, was da so im Griechischen steht. Und das ist ein Wort, das natürlich nicht so oft in der Bibel vorkommt, Pleonexia. Und dann habe ich nachgeschaut, was sagt denn so ein wissenschaftliches Wörterbuch dazu? Was bedeutet dieser griechische Begriff? Und da steht interessanterweise nicht nur Habgier, sondern auch Gewinnsucht, also Habgier, und auch Geiz. Das ist also ein Begriff mit einer relativ großen Bandbreite. Alles, was ich besitzen kann, vom Geld bis zum Auto oder was auch immer es sonst ist. Und ich hab's, raffe es an mich, aber ich gebe es nicht mehr weiter an irgendwelche Leute, die vielleicht bedürftiger wären und es bräuchten. Also es ist ein sehr umfassender Begriff. Ja, danke schön. Und wir sehen eben auch in diesem Kontext, dass gesagt wird, wer an der Habsucht hängt, der kann nicht ins Reich Gottes kommen. Also schon eine sehr ernste Aussage. Und wie du gesagt hast, Götzendienst, da bete ich in gewisser Weise auch was an. Das hat also doch eine religiöse Dimension. Und wir wollen uns das jetzt noch ein bisschen vertiefen anhand von drei Geschichten der Bibel, in denen Habsucht eine Rolle spielt. Die erste möchte ich mit euch nicht wirklich lesen. Ihr könnt gern dorthin gehen, aber es ist Josua Kapitel 7. Und vielleicht könnte uns jemand diese Geschichte von Achan kurz nacherzählen. Darf ich da jemanden bitten oder wir helfen uns gegenseitig? Was ist da eigentlich damals vorgefallen? Wie war so diese Situation? Ja, Gott hat sich gerade mächtig erwiesen. Es ist gerade Jericho erobert worden durch wundersame Taten. Und Gott hat einen klaren Befehl gegeben, man soll keine Beute aus Jericho mitnehmen.
Und auch das ganze Silber und Gold und Erz soll für das Haus Gottes dann verwendet werden und war nicht gedacht für irgendeinen Israeliten. Mhm. Ja, eine Sünde ist dann heimlich passiert, so könnte man sagen. Niemand hat davon gewusst, außer der, der sie begangen hat. Und dann ist der nächste Feldzug gekommen gegen einen sehr kleinen Ort, Ai. Und Josua hat sogar nur wenige Leute dorthin geschickt, weil er gedacht hat, es lohnt sich nicht, ein großes Aufgebot dorthin zu bringen. Und die Israeliten sind verjagt worden, einige auch getötet. Und dieser kleine Ort konnte nicht eingenommen werden. Ja, was geschieht dann? Wie geht das dann weiter? Ich finde es spannend, dass dadurch, dass ja keiner, wie du gesagt hast, davon weiß, weder die Mitkämpfenden noch der Oberbefehlshaber Josua selbst, sie sind dementsprechend schockiert. Für sie hat sich ja eigentlich nichts geändert. Sie haben das Jericho-Erlebnis gesehen und sehen jetzt diesen winzig kleinen Ort und denken sich, was ist, sie schreien dann zu Gott letztlich und sagen, Gott, was ist hier los? Mhm. Und in der Antwort gibt dann Gott quasi das Preis, was der Mensch halt nicht wissen kann, außer der es verbockt hat in dem Fall und sagt, unter euch ist jemand, der eben genau das getan hat. Der hat etwas genommen, was für ihn nicht bestimmt war, wohl wissend, was eigentlich für was anderes bestimmt war. Und mit anderen Worten hat er gesagt, hey, ich kann euch nicht helfen, wenn ihr eigentlich gar nicht mit mir sein wollt. Weil das ist die Implikation dabei. Mhm. Die andere Person hat nicht einfach nur einen Wertgegenstand genommen, sondern hat damit ausgedrückt, na gut, eigentlich den ganz oben Oberbefehlshaber, dem will ich jetzt nicht unbedingt gehorchen. Mhm. Und auch so, Gott sieht es nicht, ne? Also irgendwo ja auch. Zum Schluss muss ja eigentlich Gott selber eingreifen und klären, wer hier der Schuldige ist. Und dann trifft eben diese Familie und dann der Achan selber. Auf den trifft dann sozusagen dieses Los. Und dann wird er von Josua zur Rede gestellt. Und Josua möchte wissen, warum hast du das eigentlich angestellt? Ja? Und diese Antwort da im Vers 21, die hat mich immer fasziniert. Da sagt er, ich sah unter der Beute einen schönen Mantel und so weiter. Ich bekam Lust danach. Und ich nahm es und dann hat er es verscharrt, versteckt unter seinem Zelt, damit es niemand sehen kann. Also das ist eine Reihenfolge, die für mich auffällig ist. Er sieht es, er bekommt Lust und dann nimmt er und dann versteckt er. Wenn ich bei Adam und Eva den Sündenfallbericht mir anschaue, dann ist es der gleiche Vorgang. Die Eva sieht die Frucht, sie bekommt Lust auf diese Frucht, sie nimmt sie. Und dann kommt das schlechte Gewissen und sie verstecken sich vor Gott. Das ist im Grunde die gleiche Reihenfolge. Für mich ist das irgendwie sehr anschaulich. Offensichtlich durch meine Augen, durch meine optische Wahrnehmung, gerate ich leicht in Sünde. Weil ich sehe was, was nicht mir gehört, ich begehre es, ich nehme es und schlussendlich ist Habsucht da oder in dem Fall konkrete Sünde, weil das ausdrückliche Gebot Gottes ja übertreten wurde. Gerade mit diesem Vergleich zu 1. Mose 3, Vers 6, wo genau diese Reihenfolge bei Eva da beschrieben wird, merkt man, dass da auch noch was anderes mitspielt. Und zwar bei Eva und Adam, wie dann auch bei Achan, gleichzeitig nicht nur ein ich höre nicht auf Gott, sondern ich vertraue ihm nicht mehr. Weil eigentlich war Adam und Eva gegeben, alle Bäume vom Garten, keine Ahnung, wie viel es da gab, 1.000, 10.000, ich weiß es nicht, aber nur einer nicht und das aus einem Sicherheitsaspekt. Und hier sind sie ja gerade dabei bei Achan, dass sie ein Land einnehmen, und ihnen würde ja dann Gewinn zugeteilt werden. Mhm. Mit anderen Worten, eigentlich hat Gott schon gesagt, hey, jeder wird genauso viel bekommen, wie er braucht. Aber Achan denkt sich, naja, ich sorge lieber vor. Und dadurch, dass eben gerade auch diese sprachliche Verbindung zum Sündenfall da ist, kommt hier raus, okay, ich glaube, hier ist auch gleichzeitig ein Vertrauensverlust mit dabei. Mhm. Vielleicht vertraut Achan einfach gar nicht darauf, dass Gott das wirklich machen wird und denkt sich, Gott weiß nicht, ob er es machen wird. Ich sorge einfach mal selber vor. Was bei dieser Geschichte ja auch zu denken gibt, ist, dass Gott dann seinen Segen zurückhält für eine einzige Person, die das gemacht hat. Ja? Mhm. Denkt ihr, dass das auch heute vielleicht sein kann, dass ja, die Habgier mancher Gottes Segen für eine größere Gruppe von Menschen zurückhält? Oder wie geht ihr damit um? Wir denken heute sehr individualistisch. Meine Sünde wird mir zum Nachteil oder ich bekomme die Strafe, aber nicht die anderen.
Aber hier sind wir in einer anderen Situation. Hier wird also das Kollektiv bestraft, obwohl es ja eigentlich gar nichts dafür kann. Die Sünde liegt ausschließlich bei diesem einen Achan. Und das ist für uns vielleicht ein bisschen überraschend oder anders, als wir heute sozusagen denken und ticken. Und wenn ich mal anschaue, sie versuchen diese Stadt Ai, die klein ist, einzunehmen, eigentlich zu vernachlässigen. Nicht? Also, und trotzdem erleiden sie eine schwere Niederlage. Da gibt es viele tote Israeliten, die als Konsequenz dieser Sünde hier das Leben verlieren. Und das sage ich, diese Dimension der Sünde, die ist also viel größer, als wir vielleicht auf den ersten Blick hin meinen. Mhm. Auf deine Frage, ob das heute auch noch genauso zutrifft. Ich meine, Gott hat sich nicht verändert. Nur, glaube ich, der Ausgangspunkt hat sich hier verändert. Hier ging es tatsächlich um das Volk Gottes, was Gott aus Ägypten herausgeführt hat, was als Zeichen auch für die anderen drumherum dienen sollte, dass sie nicht durch ihre eigene Stärke und Macht die Sachen einnehmen, sondern wirklich nur durch Gott. Und Gott sollte da verherrlicht werden. Und ja, wir sind heute auch Gottes Volk, nur glaube ich, ist es ein bisschen differenzierter zu sehen. Und Gott hat hier einen absolut ausdrücklichen Befehl gegeben. Und da setzt sich jemand ganz bewusst drüber hinweg und nimmt von den gebannten Sachen was. Also ich denke, so eine grobe Sünde, wie sie hier passiert ist, die hatte eben wirklich nicht nur Folgen für ihn, sondern für die ganze Gemeinschaft. Und interessant ist, dass Gott auch das ganze Volk auffordert, sich zu heiligen. Mhm. Er hat ja genau gewusst, dass es nur eine Person ist, aber so hatten die anderen auch die Möglichkeit, sich selbst zu überprüfen oder über sich selbst nachzudenken und ja, ihre eigenen Motive auch zu prüfen. Und das, was du gesagt hast, finde ich auch wichtig, weil es war wirklich so, wenn jetzt das so weitergeht und die Israeliten die Orte, die Städte nicht mehr erobern, was ist denn dann, was ist das für ein Bild von dem Gott, dieses Volkes? Mhm. Und darum hat der Josua auch gesagt, Herr, was willst du denn für deinen großen Namen tun, wenn das so weitergeht? Und es hat wirklich ganz, ganz schwerwiegende Folgen. Zieht dann so Kreise auch, ne? Folgen gehabt fürs ganze Volk. Und auch bei uns in unserer Zeit ist es genau das Gleiche. Also man kann durch eigene Schuld wirklich viele Menschen auch in Mitleidenschaft ziehen. Ich meine, ich spinne die Geschichte ein bisschen weiter. Was hätte denn der Ahab mit dem babylonischen Mantel anstellen sollen? Der wäre irgendwann aufgefallen damit. Der wäre irgendwann mal aufgefallen damit. Und wenn das ungeahndet geblieben wäre, die Sünde, ich meine, wenn der so ein habsüchtiger Mensch war, den es danach gelüstet hat, dann die meisten Leute, die habsüchtig sind, die wollen auch ihren Reichtum irgendwo auch demonstrieren und zeigen. Der hätte dem einen oder anderen dann doch was gezeigt. Guck mal, was ich erbeutet habe. Spätestens beim nächsten Mal, wenn sie was erbeutet hätten sollen, hätten sich ganz, ganz viele Israeliten über das Gebot Gottes hinweggesetzt. Mhm. Trotzdem dieser Aspekt der kollektiven Sünde, auch wenn er uns ein bisschen fremd ist, ich glaube, der ist auch heute noch da. Gott entzieht damals dem Volk Israel seinen Schutz und seinen Segen. Wenn wir als Gemeinde Sünde einfach in der Gemeinde so stehen lassen, ohne dass wir da einschreiten, könnte ich mir vorstellen, dass der liebe Gott auch nicht anders kann, als seinen Segen zu entziehen. Das ist also eine durchaus wichtige Sache. Und sie zeigt natürlich auch, wie Geldgier, Habsucht, Geiz, Raffgier in dieser Geschichte schwerwiegende Folgen hat. Das ist also keine periphere, lässliche Sünde, wo man sagt, ja, passt schon, so schlimm ist es nicht. Das ist also für den lieben Gott aus seiner göttlichen Perspektive was sehr Schlimmes, sehr Schlimmes, also nicht nur eine kleine Sünde. Ja, es gibt einem schon zu denken. Ich meine, man würde sich dann fragen, es gibt doch immer irgendjemanden auch im Kollektiv, der vielleicht in Sünde oder Verstellung lebt und ob Gott uns jemals segnen könnte. Ja? Also wir sehen, dass vielleicht Gott in seiner Gnade nicht immer so handelt, wie er es hier gemacht hat. Aber schon eine interessante Geschichte auf jeden Fall. Wir werden ja später noch eine lesen, die in eine ähnliche Kerbe schlägt. Aber vorher gehen wir zu Johannes Kapitel 12, um auch mal ein positives Beispiel zu haben vielleicht. Nicht das zumindest positiv. Auch dabei ist. Johannes Kapitel 12. Und dort würde ich gerne die ersten 8 Verse lesen. Könnte jemand das bitte vorlesen? Johannes Kapitel 12, Verse 1 bis 8. Kann ich machen. In einem Rutsch durch, ja? Ja. Okay. Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte.
Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Dann nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Nade und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Es sagt aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte: Warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und der Erlös den Armen gegeben worden? Er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war, sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Da sprach Jesus: Lass sie, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Judas nimmt hier Anstoß an der Hingabe und dieser Tat der Maria. Warum stört ihn das so? Was denkt ihr? Naja, wenn man den Vers 6 genau sich anschaut, offensichtlich war er ein Dieb und hat sich immer wieder aus der Kasse bedient. Und ich weiß es nicht, ob sie jemals in der Kasse so viel Geld auf einmal hatten. Und da sieht er nur noch die Dollarzeichen sozusagen und sieht, was er sich hätte davon mitnehmen können. Und interessanterweise verkauft er Jesus dann für eine deutlich geringere Summe als das, was er, wie er das Öl da bewertet hat. Und ich finde es so spannend, dass er auf Anhieb auch weiß, was das Öl wert ist. Ich glaube, der kann gar nicht nachvollziehen, eben genau wegen dieser Beschreibung, die wir in 6 kriegen, diesen Einblick in seine Persönlichkeit. Der sieht das und denkt sich, warum sollte ein Mensch so etwas tun? Also ich glaube, dass er innerlich gar nicht bei diesem Gedanken andocken könnte. Ich könnte etwas Kostbares geben, was ich mir vielleicht angespart habe. Vielleicht war das meine Altersvorsorge. Und die gebe ich jetzt aber in diesem Fall für Jesus, um ihnen etwas Gutes zu tun. Und dieser Gedanke ist ja genau das Gegenteil von dem Modus, wie Habsucht funktioniert. Wie du so sagtest, da geht ganz viel rein, aber ja nichts raus. Mhm. Und hier geht alles raus und kommt erstmal nicht wirklich zurück. Mhm. Bei Habgier ist es eben so, dass die Betonung auf die Dinge gelegt wird oder auf das Materielle und nicht auf die Beziehung. Während das Gegenteil, Freigebigkeit, Großzügigkeit, da geht es mehr um die Beziehung zu diesen Menschen, denen man etwas gönnt oder gibt und nicht so sehr um das Ding, das man jetzt weitergibt. Mhm. Ja. Also angenommen, Judas hat mit seiner Einschätzung, dass das 300 Denare wert ist, recht. Da müssen wir jetzt einfach überlegen, wie viel Geld ist denn das damals gewesen? Ein Tagelöhner hat an einem Tag einen Denar verdient. Das heißt, das ist praktisch ein Jahreslohn. Das heißt, nach unserem Wert 30.000 Euro, vielleicht 40.000 oder 50.000 Euro. Das ist eine enorme Summe. Und da sehe ich den Dieb Judas, der sagt, das wäre gut für meine Kasse, aus der ich mich dann bedienen kann. Und dann sehe ich aber auch die Maria, die das ja über nicht nur wenige Wochen, sondern über Monate, vielleicht sogar Jahre ansparen musste, damit sie überhaupt so etwas Wertvolles hat. Und diese Liebe und Hingabe einerseits bei der Maria und diese Gier beim Judas auf der anderen Seite, das ist ein stärkerer Kontrast, könnte gar nicht mehr da beschrieben werden. Diese Liebe, die ist ja unglaublich. Und auch die Liebe, die sich ausdrückt jetzt durch einen hohen Geldbetrag, wenn man den Wert hernimmt. Das ist auch interessant, die 300 auf der einen Seite. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es ganz genau die gleiche Währung ist, aber Silber ist es auch. Und die 30, die dann Judas verkauft. Im Matthäus-Evangelium sehen wir, dass direkt danach er losgeht, um seinen Verrat zu üben. Als ob ihm das jetzt noch über so den letzten Tropfen gegeben hat, den er gebraucht hat, um überzulaufen. Ja, das ist also schon. Aber vielleicht habt ihr es auch schon erlebt, dass das Verhalten eines anderen Menschen wie so ein stiller Tadel war. Habt ihr schon mal so eine Situation erlebt? Und ja, wie kann man in so einer Situation am besten reagieren? Ich denke, man soll eben solche Regungen, die dann aufkommen in so Situationen, man soll sie zulassen, man soll nicht die Herzenstür verschließen, sondern dieses Sanfte auch an sich auch wirklich wirken lassen und sich selber reflektieren. Ich meine, es ist ja so, Jesus hat ja Judas großes Vertrauen entgegengebracht, indem er ihm die Kasse gegeben hat. Und
er kannte ja Judas von Anfang an und wusste bestimmt, dass das auch sein Problem war. Und durch diese Aufgabe, die er hier bekommen hat, hatte er eigentlich auch die Gelegenheit, jetzt seine eigene Schwäche auszumerzen. Mhm. Weil Jesus hat ihm so viel Liebe gezeigt jeden Tag. Und er hat ihm genau das gegeben, was sein Problem war, damit er eben lernen kann, Gott zu vertrauen. Er hat aber dieses Vertrauen in dem Sinn missbraucht und hat es zum Gegenteil verwendet. Mhm. Und ich meine, es muss auch anstrengend gewesen sein, in der Jüngergruppe zu leben und immer so ein Doppelleben zu führen. Ja. Einerseits irgendwie von der Kasse zu stehlen und dann aber so tun, als ob man es für die Armen braucht und so. Also es ist wirklich ein Leben, wo man keinen inneren Frieden hat. Und ein gefährliches Spiel, ja. Sehr gefährlich, ja. Und jetzt habe ich mich gefragt, jetzt bei uns selber, wie können wir das machen, dass wir nicht wie Judas in der Nähe Jesu eigentlich sind, aber immer weniger Wertschätzung für ihn haben, sondern stattdessen wie Maria, dass unsere Wertschätzung für Jesus wächst. Was können wir tun, damit unsere Wertschätzung für Jesus wächst und nicht abnimmt? Ich finde es da spannend, weil hier nochmal am Anfang gleich erwähnt wird, Lazarus, der von den Toten auferweckt wurde. Das ist noch gar nicht lange her, das ist eigentlich im Kapitel vorher. Müsste man nicht hinschreiben, das hat man meistens noch im Kopf. Und dann kommt eben Martha und dann Maria und dann merkst du, okay, sie haben ihren Bruder zurückgehalten. Sie haben sich an das erinnert, was Jesus ihnen getan hat. Im Text hier noch gar nicht so lange her. Und ich habe gemerkt, das hilft mir, weil ich dann doch sehr vergesslich bin, gebe ich zu, dass mich an das zu erinnern, was mir Gutes widerfahren ist. An das Schlechte kann ich mich sehr schnell erinnern, das gräbt sich irgendwie schon tiefer ein. Und da hat mir ganz praktisch geholfen, dass meine Frau mir vor anderthalb Jahren ein Tagebuch gebunden hat. Da kann ich über 5 Jahre an jedem Datum jeweils 1, 2 Sätze hineinschreiben, was ich am Tag so erlebt habe. Und mittlerweile ist es so, dass ich quasi die Einträge vom Vorjahr sehe. Und mir ist es seit Herbst schon mehrmals aufgefallen, dass ich da sitze, morgens oder abends, mir das kurz durchlese vor dem nächsten Eintrag und denke, wow, was hat mir da Gott gemacht? Wie hat er da Unlösbares möglich gemacht? Und mir hat das echt geholfen, ein bisschen diesen Maria-Fokus zu haben. Mhm. Ja, also lassen wir uns von Maria inspirieren, nicht von Judas. Und auch Erfahrungen im Gedächtnis behalten. Judas will sammeln, in die Kasse sammeln und Maria gibt. Und geben ist ja die beste Vorbeugemaßnahme gegen diese Gier und diesen Geiz und dieses Ansammeln. Darum geben wir Zehnten und Gaben und sind auch opferbereit, wenn es irgendwie darum geht, dass wir hier die Gemeinde mit unseren finanziellen Mitteln unterstützen sollen. Das ist das Beste, damit wir nicht so landen wie ein Judas. Das ist also unser Gegenrezept. Ja, da sind wir schon beim Beispiel der Urgemeinde auch. Da können wir auch noch mal hingehen und eine Geschichte lesen in Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11. Ich lese mal, was dort steht. Es ist Apostelgeschichte 5, Verse 1 bis 11. Ein Mann aber mit Namen Hananias samt seiner Frau Sapphira verkaufte einen Acker. Doch er hielt mit Wissen seiner Frau etwas von dem Geld zurück und brachte nur einen Teil und legte ihn den Aposteln zu Füßen. Petrus aber sprach Hananias: Warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und etwas vom Geld für den Acker zurückbehalten hast? Hättest du den Acker nicht behalten können, als du ihn hattest? Und konntest du nicht auch, als er verkauft war, noch tun, was du wolltest? Warum hast du dir dies in deinem Herzen vorgenommen? Du hast nicht Menschen, sondern Gott belogen. Als Hananias diese Worte hörte, fiel er zu Boden und gab den Geist auf. Und es kam eine große Furcht über alle, die dies hörten. Da standen die jungen Männer auf und deckten ihn zu und trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es begab sich aber nach einer Weile, nach etwa 3 Stunden, da kam seine Frau herein und wusste nicht, was geschehen war. Aber Petrus sprach zu ihr: Sag mir, habt ihr den Acker für diesen Preis verkauft? Sie sprach: Ja, für diesen Preis. Petrus aber sprach zu ihr: Warum seid ihr euch denn einig geworden, den Geist des Herrn zu versuchen? Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind vor der Tür und werden auch dich hinaustragen. Und sogleich fiel sie zu Boden, ihm vor die Füße, und gab den Geist auf. Da kamen die jungen Männer und fanden sie tot, trugen sie heraus und begruben sie neben ihrem Mann. Und es kam eine große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, die das hörten. Wie ging man damals in der Gemeinde
mit Geld und Gütern um? Ihr könnt auch gerne noch die Verse davor, so im Kapitel davor, 31 bis 35 mit einbeziehen. Wie war das damals üblich? Was war so die Situation? Naja, man teilte grundsätzlich alles miteinander. Ja? Also das kann man sich wie eine große Familie vorstellen. Jeder brachte sich ein und jeder teilte miteinander. Und es gab keine Armen in dem Sinne, weil jeder genug hatte. Also das ist schon ein sehr himmlisches Prinzip. Das Problem hier mit Hananias und Sapphira war, dass sie, glaube ich, dieselbe befriedigendes Gefühl haben wollten, was für die Gemeinschaft getan zu haben. Und sicherlich waren die, die viel gegeben haben, auch besser oder ja, vielleicht auch wirklich besser anerkannter. Und die, die nichts hatten vorher und jetzt genug zu essen hatten, waren umso dankbarer für ihre Opferbereitschaft, was sie getan hatten. Und offensichtlich wollten die beiden dasselbe haben. Und das Problem ist hier nicht, dass sie nicht alles gegeben haben, sondern das Problem ist einfach, dass sie vorgeben, etwas zu sein, etwas gemacht zu haben, was sie nicht gemacht haben, um vor den Menschen besser zu stehen. Und ich glaube, das ist eine große Gefahr auch für uns. Kein Mensch schaut mir in den Portemonnaie oder auf mein Konto und keiner stellt sich dahin und sagt, du musst jetzt aber so und so viel geben. Ja? Es steht schon in meinem Ermessen, wie viel ich gebe, aber mit welcher Motivation gebe ich und wie stelle ich mein Geben dann dar? Und okay, also du bist schon beim Problem auch, was sie dann haben, ne? Eben, das ist halt, das ist das wirkliche, das wahre Problem ist, wie stelle ich die Sachen dar und wieso versuche ich mich besser vor den anderen Menschen zu platzieren, als ich tatsächlich bin? Also ich fasse noch einmal zusammen, im Kapitel 2 steht schon, sie haben alles gemeinsam und jetzt im Schlussteil von Kapitel 4 steht das noch einmal drinnen und da wird sogar ein Beispiel gebracht. Dieser Barnabas hat einen Acker, verkauft ihn und gibt dann das Geld, diesen Erlös den Aposteln, die das weiterverteilen sollen. Und Ananias und Sapphira denken jetzt, naja, was der kann, das können wir auch. Es geht ihnen sicher auch viel um Prestige. Aber offensichtlich geben sie nur einen Teil oder vielleicht sogar einen Bruchteil dann der Gemeinde. Also da seht ihr auch das Problem oder die Sünde, die Gott hier anklagt, ja? Ich sehe ein doppeltes Problem. Habgier und Heuchelei. Beides fängt mit H jetzt in dem Fall an. Ja? Und das spielt hier zusammen. Und zuerst stirbt der eine, dann auch der andere. Und in beiden Fällen, so als Nachsatz steht, und es kam große Furcht über alle, die es hörten, oder über die Gemeinde und alle, die es hörten. Das wird also betont. Es hat auch etwas mit der Gemeinde gemacht, was da passiert. Übertragen auf uns kommt mir vor, es ist wirklich vorteilhafter, auch anonym zu geben. Vor allem, wenn es größere Beträge sind, weil dann kann das mit der Anerkennung nicht so eine Falle sein, dass nicht jeder weiß, der hat 10.000 Euro gegeben oder so. Anonymes geben. Ja. Ja, da kann dich niemand dafür loben. Es braucht niemand wissen. Sag ja auch, wer die rechte Hand nicht wissen lassen, was die linke tut. Ne? Das kennen wir auch an anderer Stelle. Gerade auch so von der Einstellung, die hier auch immer wieder durchkommt. Der Mechanismus, der hier zuerst im Fokus steht, ist ja, dass eine Person etwas gibt. Sie tut, als ob es mehr wäre. Und das wäre ja eigentlich der Kreislauf von Person zu Person, menschliche Ebene. Aber was Petrus hier anspricht, ist, er spricht nie an, hey, du hast jetzt uns etwas vorgegaukelt und wir können uns nicht so gut jetzt um die Bedürftigen kümmern. Es wird direkt hier auf Gott bezogen. Sehr, sehr persönliche Sache mit der Hervorhebung, warum hast du das in deinem Herzen getan? Und da kommen wir wieder so zum Anfang, wo es anfängt. Und vor allem, wenn man es pflegt, dann wächst es. Ich meine, solche Gedanken wie, ach, soll ich jetzt was geben? Ich könnte es ja auch für meine Buchhaltung gebrauchen, mein Budget für den Urlaub, was auch immer. Das ist ja gar nicht verkehrt. Aber wenn ich dann Stück für Stück in diesen Judas-Modus weiterkomme und dabei den Blick für die anderen verliere, dann schade ich diesen anderen Personen. Und dadurch, dass ich ja als Gläubiger, hier in diesem Fall als Christ, Gott ja auch ein Stück weit repräsentiere, schade ich ihm. Weil wenn andere auf mich schauen, und das nehme ich für mich sehr persönlich, um mich zu fragen, okay, bin ich hier wirklich ehrlich oder schauspiele ich hier im hohen Maße was vor? Wenn letzteres der Fall ist und Menschen kommen irgendwann dahinter und ich aber sage, ja, ich erzähle von Gott und so weiter und so fort,
dann trägt das nicht dazu bei, dass Leute sich an den wenden, der sie wirklich retten kann. Im schlechtesten Fall werden sie sich abwenden und denken, Heuchelei, wie angesprochen, das brauche ich nicht. Und das ist ja auch den Heiligen Geist, sprich Gott, belogen. Ist auch insofern ein interessanter Text hier. Ich finde es auch sehr interessant, was du am Anfang des Gesprächs gesagt hast, dass es auch was mit dem Vertrauen zu tun hat. Ja? Offensichtlich vertrauen sie Gott hier nicht, dass er für sie sorgen wird, wie er für den Barnabas gesorgt hat, sondern sie wollen für sich selber Vorsorge treffen. Und das ist halt auch oft, glaube ich, unsere Motivation, wenn wir wenig freigebig sind für Gottes Sache, dass wir in erster Linie noch ein bisschen Fürsorge für uns treffen wollen. Ja? Ich muss ja schauen, dass ich versorgt bin, dass ich niemandem auf der Tasche liege und. Und wir trauen Gott nicht zu, dass er für uns sorgen kann. Ich finde auch schade, dass sie sich im Betrügen einig geworden sind, dieses Ehepaar, Mann und Frau, weil eigentlich ist der Ehepartner auch dazu geschaffen worden, den Partner zu unterstützen und ihm auch zu helfen, die Sünde zu meiden. Und wenn nur einer von den beiden gesagt hätte, nein, das tun wir nicht, einer hat vielleicht die Idee gehabt, aber wenn der andere eingegriffen hätte und einen Riegel vorgeschoben hätte, das tun wir nicht, das ist gegen Gott, wir haben es versprochen, wir bleiben dabei und halten das ein, dann wäre vielleicht der Betrug verhindert worden. Und drum, ja. Tragische Geschichte, ja. Ich möchte noch einen Aspekt da hineinbringen. Hananias und Sapphira wurden ja nicht gezwungen, so viel Geld für die Gemeinde zu geben. Das war eine völlig freiwillige Sache. Das war eine Art Gelübde vor Gott und vielleicht auch vor ein paar Leuten vor der Gemeinde. Und wenn ich dem lieben Gott was verspreche, dann sollte ich das auch umsetzen, was ich versprochen habe. Und dieser Aspekt, der ist auch noch ein Teil dieser Geschichte. Wenn ich Gott, was auch immer, an Kraft, Geld, Einsatz, Zeit verspreche, dann bitte sollten wir das auch so tun. Steht ja auch hier, sie hätten den Acker behalten können. Also es war kein Zwang damals, alles abzugeben zur Gütergemeinschaft. Nicht einmal ein Gruppenzwang, glaube ich. Als er verkauft war, hätten sie es auch noch tun können. Aber eben dieses, ich habe es Gott versprochen, ich lasse es so erscheinen, das scheint irgendwie das Problem hier auch zu sein. Ja, ich möchte noch einen letzten Text mit euch lesen in 1. Timotheus Kapitel 6. Und dort die Verse 6 bis 10, die fassen das auch noch mal ein bisschen zusammen, was wir heute studiert haben. 1. Timotheus Kapitel 6, Verse 6 bis 10. Wer es hat, darf gerne vorlesen. Es ist allerdings die Gottesfurcht eine große Bereicherung, wenn sie mit Genügsamkeit verbunden wird. Denn wir haben nichts in die Welt hineingebracht und es ist klar, dass wir auch nichts hinausbringen können. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, soll uns das genügen. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchungen und Fallstricke und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Hier werden noch mal einige Gefahren betont. Ja, welches Gegenrezept findet ihr hier noch gegen die Habgier? Was können wir da vielleicht auch mitnehmen noch aus diesem Text? Ich finde gerade im mittleren Teil eine Sache, die mir nicht von Haus aus gegeben ist, ist das Zufriedensein, das geduldige Zufriedensein. Aber immer, wenn ich es wieder ein Stück geschafft habe, ich erinnere mich als Kind, da hatte ich immer so, ach, da gibt es noch so viele Dinge, auch verbunden mit einem Hobby, so viel, was ich noch machen könnte. Aber hier scheint eine Sache zu sein, okay, mal auf das zu schauen, was ich habe. Denn das, was vorhin auch angesprochen wurde, wer immer mehr sammelt, der ist ja nie zufrieden. Oder schon 10-mal mehr hat, als am Anfang seiner Reise sich überhaupt hätte vortreiben können. Und ich glaube, du hast wesentlich mehr davon, wenn du das, was du hast, richtig genießt, anstatt irgendwie nochmal 5-mal weiterzudenken. Für mich ist der Vers 7 so interessant, wo es betont wird nochmal, wir haben nichts in die Welt hineingebracht und wir werden auch nichts mitnehmen. Was habe ich davon, wenn ich ein dickes, fettes Bankkonto habe und mir mit viel Mühe das Ganze erwirtschaftet und erschaffen habe, das aber nie dazu gekommen ist, das zu genießen, weil ich ja in der Zeit, wo ich es genießen hätte können, daran alles gesetzt habe, um noch mehr zu erwirtschaften. Was habe ich davon? Habe ich mir dann einen goldenen Sarg verdient und dann? Ob ich im Sarg liege oder im goldenen Sarg, das macht ja mir dann überhaupt nichts aus. Also von dem her, es ist vollkommen sinnfrei. Ich habe vorher gesagt, das Geben ist eine gute Vorbeugemaßnahme.
Und hier erwähnt Paulus die Genügsamkeit. Das ist auch so ein Wort, das wir so im Sprachgebrauch normalerweise nicht verwenden. Aber ich glaube, ganz intuitiv verstehen wir, was Paulus hier meint. Zufrieden sein, bescheiden sein, nicht mehr brauchen, als uns die Werbung vorgaukelt. Und im Zusammenhang mit einer anderen Gier, nicht jetzt nur mit der Geldgier, sondern vielleicht auch die Gier nach Macht, hilft uns auch, die Stärken von anderen Menschen zu schätzen und nicht darauf neidig zu sein, sondern für sie zu beten, sie zu unterstützen, wenn Gott ihnen eine besondere Aufgabe gegeben hat. Also Zufriedenheit und anderen etwas gönnen ist hier drin. Ja, ich danke euch für eure Beiträge zu diesem wichtigen und interessanten und wie wir gesehen haben auch ganz relevanten Thema. Ich kann auch noch eine Frage an alle richten, die jetzt zugehört und zugeschaut haben. Was hilft euch am besten, mit dieser Versuchung der Habgier umzugehen? Ihr könnt gerne etwas dazu in die Kommentare schreiben. Wir wollen unser Gespräch noch mit einem Gebet beschließen und ich darf dich, Sarah, bitten, mit uns zu beten. Treuer Vater im Himmel, du bist der ultimative Geber und du hast uns so reich beschenkt, dass wir oft darüber beschämt sind. Wir möchten dich bitten, lass uns dir dafür immer dankbar sein. Hilf uns, zufrieden zu sein. Schenke du uns die Gesinnung des Teilens und lass du uns glücklich sein in dir. Wir möchten dir für diese Lebensgeschichten Danke sagen, die wir betrachtet haben. Schenk, dass sie eine Auswirkung auf unser persönliches Leben haben. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.